Aber hier willkommen zurück zu einer neuen Was geht ab im Dezember 2015. Wenn ihr euch gerade fragt, was ist denn Was geht ab, beziehungsweise WhatsApp? Ich erkläre in diesem Format einmal im Monat, immer am 1. Was haben wir so alles gezockt in diesem Monat? Wie sieht's aus mit den aktuellen Projekten? Welche Projekte gehen vielleicht auf Eis? Und welche sonstigen Sachen sind so vorgekommen in diesem Monat? Und zuallererst möchte ich euch kurz vor meinem Wochenendtrip erzählen, ich war am Wochenende in Berlin gewesen, also vom 27. bis 30. und habe da so ein paar Freunde besucht und ein Kumpel von mir, der arbeitet für einen Politiker, für eine Politikerin, und dann sind wir ausnahmsweise in den Reichstag gekommen, weil gerade ist alles mega abgesperrt da wegen die ganzen Attentate, die in Frankreich passiert sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind wir trotzdem dann in den Reichstag gekommen. Wer den Reichstag nicht kennt, das ist dieses Gebäude, wo es diesen Plenarsaal gibt, wo halt die ganzen Politiker alle da tagen und sich irgendwas Tolles erzählen. Hier vielleicht mal ein Bild. Das ist quasi dieser Saal, man hat es bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. Und da war jetzt gerade nichts los gewesen und man kann auch oben so auf so eine Kuppel drauf gehen. Da kann man von oben nochmal so geil so gucken, wenn die Leute da unten dann ihre Tagungen halten und so weiter. Ja, und zur späteren Stunde dann war tatsächlich dann eine Tagung da gewesen. Und wer war auch da? Angela war da. Angela war auch da. Und man kennt das ja manchmal, da sitzt sie da mit dem Handy. Und ich habe sie so ein bisschen erwischt beim Handy gucken. Und später dann, als die Sitzung vorbei war, dachte ich, kommen an die Politiker, beziehungsweise die Kameraleute auch mal gefragt, ja, was sie denn andauernd mit dem Handy macht. Und dann hat sie das Handy so einmal in die Kamera gehalten. Ja, und man kann es vielleicht etwas schwer erkennen, aber ich hab's gewusst. Sie spielt die ganze Zeit Summoners War und sie hat dann auch noch angedeutet, oder sie wurde dann auch noch gefragt, ob sie denn auch schon Night 5 hätte. Naja, sie wäre mega angepisst, weil sie hätte ja noch kein Night 5 und sie will jetzt unverzüglich auch mit den Präsidenten von Südkorea einen Termin machen und sich beschweren, warum sie noch kein Night 5 hat. Und diese fucking Summoning Raids gehen ihr auch mega auf den Sack. Okay, das zu meinem Wochenende in Südkorea, ach, beziehungsweise in Südkorea, in Berlin, war auf jeden Fall eine geile Sache. Okay, was haben wir denn alles so auf meinem Plan? Wir haben ein paar angespielt, gezockt, wie zum Beispiel Battle Glory und Star Wars. Aber nichts ist wirklich so toll gewesen, nichts ist wirklich hängen geblieben. Star Wars ist sogar jetzt quasi wahrscheinlich wieder so ein kleiner Hype, weil der neue Teil ja jetzt im Kino kommt. Ich muss die anderen Teile, werde ich mir jetzt auch noch alle mal reinziehen und dann werde ich auf jeden Fall ins Kino gehen. Aber ich habe das Spiel so ein bisschen weitergespielt und irgendwie sah es dann doch aus wie ein Klon und es hat mich nicht so überzeugt, dass ich hätte sagen sollen, dass ich das weiterspiele, und deswegen ging es also auf Eis. Wie geht's weiter mit Seven Knights? Ja, wird oft nachgefragt, Seven Knights. Ich hatte das ja diesen Monat, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob ich es schon letzten Monat mal angespielt hatte, mal die eine oder andere Folge gebracht dazu. Ich finde, das ist ein gutes Spiel, aber mich reizt dann doch irgendwie, ja, das gibt mir nichts für den letzten Pfiff und so. Es gibt zwar auch ein neues Update und so weiter, aber irgendwie habe ich nicht die Motivation, wieder regelmäßig in dieses Spiel zu schauen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, beziehungsweise komplett zurückgezogen aus Seven Knights. Habe den Gildenleader abgegeben und so weiter. Dass ihr da auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt, da weiter zocken könnt. Ist fast ein bisschen schade, weil ich hatte wirklich aktiv zu einer Alternative zu Summoners War gesucht, als ich diese fucking Rate einmal hatte, die ja jetzt wieder momentan eigentlich wieder ganz gut ist. Und ich finde, Seven Knights ist auch ein Spiel, was man sich angucken kann, auf jeden Fall. Es ist kein Abklatsch oder sowas. Es hat schon ein anderes Spielprinzip. Aber wie gesagt, auch wenn ich konzentriere mich lieber auf ein, zwei Spiele wirklich intensiv, als auf mehrere nur so halb. Und da ist halt, wenn ich mir dann Dominations angucke und Summoners War angucke, sind mir die Projekte doch wesentlich wichtiger als Seven Knights. Und deswegen geht es mit Seven Knights leider auf Eis. Okay. Kommen wir zu Dominations. Ja, Dominations läuft langsam wieder gut an, beziehungsweise ist gut angelaufen. Ich habe ein paar geile Angriffe gemacht und so weiter. Und es steht ja auch dieser riesige, fette Patch vor der Tür. Das Allianz-Update soll ja jetzt bald kommen. Und ich habe, ja, ich sag mal, vielleicht schon morgen oder übermorgen neue Informationen für euch. Es wird auf jeden Fall
Auf jeden Fall wird es das geben. Das Allianz-Update kommt bestimmt noch dieses Jahr, beziehungsweise diesen Monat. Ich kann euch mit Sicherheit auch noch Bilder liefern. Davon bin ich auch schon überzeugt. Ich will nicht zu viel verraten. Aber ich habe da so, vielleicht habe ich morgen schon einen Zugang zu diesen ganzen Raids und Allianzkriegen und so Zeitalter. Ich weiß es noch nicht genau, was da alles auf mich zukommen wird, aber ich denke mal, also wird auf jeden Fall ein neues Zeitalter kommen. Ob das diesen Monat schon kommt, das weiß man noch nicht, aber Allianzkriege, da werden mit Sicherheit Informationen durchsickern und wird neue Gebäude geben, neue Einheiten geben und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall, da dürfen wir uns richtig drauf freuen. Diesen Monat Dominations wird auf jeden Fall einiges Neues noch kommen. Und wie gesagt, vielleicht habe ich schon diese Woche wieder was Neues für euch. Brandaktuell von Nexon bzw. von Big Huge Games. Das zu Dominations. Wie sieht's aus in Samunas War? Da geht's natürlich auch weiter. Ich bin ja mega gehypt von diesem koreanischen Stream, der da lief. Es war, glaube ich, letzte Woche war es. Wo die ja viel angekündigt hatten, der Raid wird kommen, es wird einen World Boss geben, es wird Verzauberungen geben, beziehungsweise Aufwertungssteine, es wird so eine Art Kostüme geben, die wir unseren Charakteren quasi dann anziehen können, wie so Skins wird es dann geben, die wir in das Aussehen verändern können und so weiter. Und da ist es auch so, dass ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich schon wieder diese Woche auch wieder was Neues für euch habe. Es gibt so ein paar, auch wie in Dominations gerade, ich sag mal so ein paar ausgewählte Spieler bekommen einen Zugang zu diesen Spielen schon vorab und testen diese Spiele dann. Es ist aber eigentlich eher noch alles recht unverbindlich, also ich muss da jetzt nicht irgendwie großartig als Spieletester fungieren, sondern wahrscheinlich ist es einfach nur so, die wollen nur gucken, okay, ist das kompatibel auf den Geräten? Läuft das Spiel einigermaßen? Wie ist es mit den Downloads? Läuft das mit Google zusammen und blablabla? Und dann werden sie es wahrscheinlich schon relativ zügig dann veröffentlichen, aber wie gesagt, ich kann da noch nicht viel Informationen zu geben, weil ich das jetzt selber wahrscheinlich morgen, beziehungsweise doch heute schon am 1. werde ich wahrscheinlich schon den Zugang bekommen, aber da dürfen wir uns darauf freuen, da wird noch einiges Spannendes, Interessantes auf uns zukommen und ich darf auch darüber berichten, ist ja nicht immer so, dass man dann direkt darüber berichten darf, hat man auch so eine Art Sperre, habe immer nicht zu viel erzählt, aber ich darf auch darüber berichten, von daher, sobald ich natürlich was Neues für euch habe, kommt es direkt online und ich habe schon Bock mit euch auf jeden Fall mal so ein paar Raids zu machen. Okay, wie sieht's sonst so aus bei mir? Was liegt noch so an? Also mit Dominations mega Update, Summoners War mega Update plus Weihnachten und was weiß ich nicht alles da und plus YouTube und so weiter. Das reicht mir erstmal, da bin ich gut mit bedient auf jeden Fall diesen Monat. Da wird einiges zu erzählen sein, einiges zu berichten sein und ich find's auch richtig geil jetzt, gerade zum Winter ist es aber meistens auch so, gerade im Winter hin, das wissen die Spielhersteller auch, sind die Leute mehr drinne und es wird mehr gezockt. Und deswegen kommen jetzt auch die fetten Updates nochmal und zu Heiligabend verschenkt man sich auch gerne mal vielleicht das ein oder andere Paket. Bei mir jetzt nicht so, aber bei manchen Pärchen wird das ja auch sogar so gemacht. Oder vielleicht nochmal so eine iTunes-Karte oder was weiß ich, was es da alles so gibt. Okay, aber nochmal kurz ein Aufruf an euch, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, was ich zum Beispiel neulich, ja, wie ist das eigentlich mit den Runen? Ich habe da noch nicht so ganz durchgeblickt. Was heißt das jetzt, wenn die lila ist? Also in Summoners War, das ist ein bisschen undurchsichtig, das muss ich auch sagen. Schreibt es einfach unten rein, in die Kommentare. Ich kann gerne ein Video darüber machen, kurz nochmal erklären, wie das mit den Runen läuft, wie man entsprechend aufwertet, beziehungsweise was für Subsets rauskommen können, welche Runen gut für Angreifer sind oder was weiß ich, oder in Dominations genauso. Wie kann ich dann optimal Loot farmen, wie kann ich optimal die gegnerische Base zerstören, was für Angriffstaktiken gibt's da, vielleicht viele Kanonen, wenig Kanonen, Saboteure mit 300 im Jahr, nein und so weiter, schreibt ihr alles unten rein, kein Problem, schreibt einfach alles unten rein, ich werde dazu dann ein Video machen, ich bin zwar auch nicht Non-Plus-Ultra, aber ich gebe natürlich euch gerne Tipps und ich hoffe, dass die Community dann auch Tipps zurückgibt, dass wir zusammen so geile Strategien entwickeln, zum Beispiel in Dominations jetzt für die Kriege, oder in Summoners War genauso, wenn Leute irgendwelche Fragen haben. Also zum Beispiel hatte ich neulich auch die Frage, ob die Leader-Fähigkeit nur für den Leader zählt oder vielleicht auch nur für die Verbündeten und so weiter. Ich weiß es auch nicht immer. Ich hoffe, dass ich mich da auch ein bisschen auf euch verlassen kann, dass ihr dann ein paar Kommentare zu schreibt, dass ich dann entsprechend in den Videos einfach so berichten kann.
Okay, bla 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 bla. Ich bin froh, dass Merkel auch so das Wort spielt. Mal gucken, vielleicht krieg ich es hier irgendwie auf die Freundesliste. Und ich denke, das soll's für WhatsApp bzw. was geht ab im Dezember gewesen sein. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, irgendwas, egal. Und die Kommentare, ich werde es beantworten oder im nächsten Video dann ja euer Kommentar einblenden und dann sprechen wir darüber. Okay, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine tolle, ja, wie sagt man, Adventszeit ist ja jetzt, der Advent ist ja jetzt losgegangen, war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt, bla bla bla. Und ja, frohe Weihnachten wünsche ich euch dann. Ich glaube, ich mache nochmal, vielleicht mache ich nochmal so ein Weihnachtsspecial oder so. Oder ein Weihnachtsstream oder sowas. Muss ich mal gucken, ich weiß es noch nicht. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.